Okay, dann wollen wir gleich mal weitermachen hier. Gleich mal dehnen und den Aufzug suchen, damit wir Kate retten können. Hier komme ich nicht hinein. Gleich vorhin hat es doch geheißen. Ach, hier können wir ja lang. Ist alles so weiß, da sehe ich nichts. Hier irgendwo. Das sieht gut aus. Dann auf nach oben. Wir schaffen das, Leute. Vielleicht sogar schon heute. Trollalalalalalalala. Wir fahren jetzt da hoch und retten Kate. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Verdammt, die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Na toll. Na gut, dann machen wir das halt auch noch. Zerstören kann ich ja ziemlich gut. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Fade. Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Ach du Scheiße! Miller! Ich seh nichts! Komm her, Alter! Und vielen Dank! Mist, ich glaube, den oben haben wir, aber hier ist schon wieder einer mit einem MG. Warum haben wir alle immer MGs? Nein, der lebt ja noch! Jetzt aber nicht mehr! Warum haben wir hier keine Granaten und weiß doch auch nicht was. Ha! Ach so, wir müssen hier die Server zerstören, okay? Obwohl, ich will zuerst den anderen Typen hier abknallen. Warte, na, da hinten ist auch einer, Mist. Krieg ich den? Nee, das hat den gar nichts gemacht, glaube ich. Mist! Okay, dann gehen wir halt einfach darüber. Hier, zerstören wir die noch. Können wir die einfach kaputt schlagen? Nö, ich glaube nicht. Nö, das bringt gar nichts. Wow! Alter, hör auf! Alter! Scheiße! Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich kann nur noch nicht einfach hinlaufen. Wo ist er? Wo ist der Typ hin? Ach, da! Okay. Ja, wir haben es gekriegt. Uhuhu. Wo ist der andere? Da. Da sind ja noch zwei. Ah, ich will den MG-Typen loswerden. Das gibt's doch nicht. Wie viel hält der aus? Vor allem, wie viel hält Faith aus? Okay, den haben wir, aber den hinten nicht. Das ist ja blöde MG-Typ. Scheiße. Scheiße, Waffe leer. Na, wie komme ich denn zu dem ran? Das ist echt nicht leicht. So, hier unten trifft er uns nicht. Alter Schwede, der müsste hierher kommen. Der kommt doch mal hierher. Komm zu mir. Komm her. Hier bin ich. Also ich kann auch nicht zu dem rennen. Der würde uns gleich mal abballern, glaube ich. Ich glaube, so trifft er uns auch nicht. Komm her zu mir, komm. Wow. Streifschüsse. Okay, es soll ballern. Jetzt los. Ja! So muss das laufen, Leute. Und nicht anders. Danke. Hoffentlich waren das alle. Dann zerstören wir hier mal ein bisschen. Also, geht das nicht kaputt? Na, irgendwie ja nicht. Es geht ja gar nicht kaputt, oder war es das schon? Nö, oder? Nö. Kann doch nicht sein, wir müssen doch alles hier kaputt machen, oder? Oder vielleicht je nur...
und du immer die. Okay. So, jetzt können wir hier weiter. Ich weiß, es ist hell. Ich sehe auch nicht viel, aber naja. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Wir sollten bald aufs Dach kommen, Freunde. Vielleicht schon hier. Hier vielleicht? Nee. 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 Ach, wir können hier einfach über das Türchen hüpfen. Jetzt ist es ein wenig dunkel, aber wir können da ja schon weiter. Hm, ich weiß nicht. Vielleicht noch ein bisschen heller stellen. Lieber dann zu hell als zu dunkel, wie das eine Mal, als ich dann aus Versehen noch die Szene übersprungen habe. Okay, und los geht's. Aufs Dach. Wir kommen. Hallo, Faith. Jake Knife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Du hast recht. Früher oder später muss ich springen. Nein! Und mach's gut, du Mistkerl! Oh, shit. Scheiße! Wir stürzen ab! Ich komme! Ich rette dich, Kate! Hey, was für ein Echtsprung! Bam! Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Habe ich ja schon auf Facebook gepostet. Wer nicht kennt, Still Alive von Lisa Miskowski, glaube ich. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Ansonsten habe ich es auch in die Favoriten-Songs gepackt in der Playlist. Da kann man es auch nachschauen. So, wir haben es geschafft. Das war Mirror's Edge. Oder Edge. Ging eigentlich ziemlich schnell, oder? Wie viele Folgen waren das jetzt? Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht so viel. Ja, was soll man sagen, der Grafikstil passt halt schon ganz gut zum Spiel, auch wenn einige nicht klarkommen mit dieser Grafik, aber ich find's eigentlich ziemlich geil, also. Ja, kann man schon durchaus machen. Die Story fand ich jetzt eigentlich immer noch nicht so besonders. Ist irgendwie 0815 mäßig, man konnte sich schon denken, was hier passiert. Theoretisch, wenn man ein bisschen überlegt. Aber Faith ist auch ganz nett.
Auf jeden Fall das Spielkonzept, Spielprinzip und Gameplay, alles, das ist echt 1A. Ich bewundere diese Typen hier, dass sie das gewagt haben, etwas Neues einfach zu machen. Es war klar, dass sich das nicht verkauft wie blöd, weil man kennt erstens das Spiel, kannte man nicht, oder? Es war keine berühmte Marke oder so. Wie ein Uncharted verkauft sich natürlich gerade, weiß nicht wie schnell, auch ein Halo oder so. War halt ein neues Spiel. Und dann hat es eben ein außergewöhnliches Gameplay und das wagt heute nicht jeder. Und es wagt auch nicht jeder zu spielen. Aber ich freue mich immer wieder, wenn Entwickler einfach mal wieder was Neues wagen. Das finde ich klasse. Und darum finde ich es klasse, dass sie sich doch entschieden haben, einen zweiten Teil zu machen. Ich weiß nicht, wann der hinauskommt. Ich hoffe, er erscheint. Und es wird nicht irgendwann abgebrochen oder so. Wäre wirklich schade. Weil es ein Hammer-Game einfach. Wer auf sowas steht, wer auf was Neues steht und so, der sollte sich das anschauen. Ach, hier steht Still Alive, hier Lyrics bei Lisa Miskowski. Und performt auch bei ihr, also gesungen. Ja. Der ist echt cool, dieses Lied finde ich Hammer. Hört man jetzt gerade im Hintergrund. Tja. Mal ein schönes Spiel, war wieder eine super Zeit mit euch, auch bei diesem Spiel. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, war klasse mit euch. Ihr seid schon Hammer, muss ich einfach mal sagen, ihr seid echt der Hammer. Ein Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Bewachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Und ihr werdet uns auch nie erwischen! Hahaha! Mann, Mann, Mann! Also nochmal vielen, vielen Dank hier. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen hier. Was als nächstes kommt, weiß ich ja noch nicht. Wir haben ja derzeit noch 2 am Laufen, das reicht. Also etwas ist schon in Planung. Muss ich aber noch Zeit dafür finden, weil es ein Let's Play Together wird. Kommt aber definitiv. Ich sage jetzt noch nicht was. Ist auf jeden Fall ein cooles Indie-Game, das mir empfohlen wurde. Empfohlen, was rede ich denn da? Ja, hier, die könnt ihr euch alle selber durchlesen. Da mache ich mir nicht die Mühe. Es sind ziemlich viele. Und das Testteam. Senior Blackbox, aha. Tester, ja, da haben wir auch noch ein paar. Da. Steffen Cox. Warum nicht Perry Cox? Dr. Cox. Wie heißt der? Eusebio? Interessanter Name. Was haben wir hier noch so? Claudio? Natürlich. Radu? Mihai? Der Dragos? Auch nett. Die sind ja so ein bisschen normal eigentlich. Ja. Bill Carter, Ed Carter. Ali Hassan, Richard Highlands, Ben Miller, Markus Purvis, Martin Sibley, Darren Wall, Byron Wessels. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einfach durchlabern soll oder ob ich mich hier schon verabschieden soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns das ja Leon Ponzo sagen. Oder Henna Hart. Nein, da mache ich jetzt keine Witze darüber. Natürlich will sie es immer hart, das war uns allen klar. Das wolltest du doch sagen und du wolltest das auch bestimmt auch sagen. Mist, jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Naja, wen haben wir hier noch so? Thank you!
Roku, was? Rokuchin? Oh mein Gott, was für Namen. Eritz Mafian. Sind bestimmt Mafioso. Sen Juan. Hey, Bacon and Pesto? What the fuck? Okay, naja, ist ja auch egal. Stockholm Pinball, na super. Hauptmenü wird geladen. So, ich würde sagen, das war's jetzt definitiv von Mirror's Edge. Gucken wir doch mal, was haben wir hier noch in den Extras? Freischaltbare Inhalte. Ach, Faith Skizzen. Guck mal. Faith, wie sie zuerst ausgesehen hat, links. Ist ja schrecklich. Und da wussten sie dann, na, so wird Faith mal aussehen. Der finale Entwurf. Ja, Faith sieht schon ganz cool aus. Zeitschriften-Cover. Ja, eine verfeinerte Version, toll. Okay, zu diesem Zeitpunkt des Projekts zog Faith noch ihre eigene Waffe. Ach, interessant. Das nächste Zeitschriften-Cover, es ist keine Waffe zu sehen. Das ist aber ein geiles Bild. Richtig geil. Faith sieht jetzt etwas jurassischer aus. Ach so. Ja. Also so halb Europa, Asien, ne? Unser erstes Cover, das Faith in Aktion zeigt. Nice. Der Fokus liegt auf dem Nahkampf. Ein nachdenkliches Bild von Faith. Ein nachdenklicheres Bild von Faith, alleine in einer Menschenmenge. Hey, die Bilder sind aber richtig geil. Dies wurde später das Grunddesign der Verpackung. Die ersten Umgebungsentwürfe mit kräftigen Farben. Jo, so kräftig. Die U-Bahn-Station, die im Ropeburn-Kapitel verwendet wurde. Sieht auch richtig geil aus, die Perspektive nach hinten. Ein Zellenblock, der aus dem Spiel gestrichen wurde. Schade, der sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Der erste Entwurf der Scherbe und der Skyline der Stadt. Ach so, das Gebäude heißt die Scherbe. Ach so, jetzt begreife ich das mal. Ein frühes Bild, das die Ego-Perspektive präsentiert. Aber Hammer hier. Ach, noch mit der Koffer aus dem ersten Kapitel. Nach dem Training. Die Anfänge der Runner Vision sind klar erkennbar. Auf jeden Fall, ja, hier sieht man die roten Wege ganz gut. Ein frühes Bild von Faith, die Stadt überblickt. Sieht richtig geil aus. Ein Ausschnitt, der die Runner Vision zeigt nochmal. Ja, auch hier sieht man die roten Wege ganz deutlich. Frühe Farbtests, als Referenz für die Beleuchtung verwendet wurden. Okay. Die war außerdem ein früher Stiltest für die 2D-Zwischensequenzen. Der Ausblick auf die Stadt. Den genießen wir natürlich. Eine frühe Entwurfskizze der Ego-Perspektive. Schon wieder, wie sie hinunterchampt. Cool. Einige frühe Versionen von Celeste. Ja, also Lix sieht wieder total scheiße aus. Ach Gott, die Haare sind ja schlimm. Der Finalentwurf von Celeste. Celeste sah auf jeden Fall so besser aus. Eindeutig. Entwurf der CPF-Streifenpolizisten. Das Coole an denen ist ja, die sehen alle genau gleich aus. Entwürfe der CPF-Eingreiftruppe und Streifenpolizisten. Mit dem Schild. Jackknives Ursprung. Er war ursprünglich in der gleichen Gang wie Faith. Mit den langen Haaren sieht es irgendwie noch cool aus, aber sonst... Nö, also so asiatisch da wie der Typ links oder rechts, das hätte nicht gepasst. Ein Entwurf von Jackknife aus der Zeit, als er noch lange Haare hatte. Ja, genau, so sieht er eigentlich ziemlich cool aus. Geile Skizze. Frühe Entwürfe von Merc. Also Mercury. Jupp, der gute alte Merc. Einige frühe Versionen von Miller. Ach, rechts, das sieht ja voll... Ohne Schnauzer könnte es eigentlich Mr. Smith sein. Mr. Anderson. Naja, ihr wisst schon, ne? Aus Matrix. Der Finalentwurf von Miller.
Ja, der sah jetzt auch nicht wirklich Hammer aus eigentlich. Zeigt Roadburns Statur und seine Goldzähne. Okay, ja, der ist ziemlich krass drauf, wenn man ihn da mit Jackknife vergleicht. Der Finalentwurf von Roadburn. Schön. Frühe Entwürfe des Sonderkommandos inklusive einer verworfenen Version einer Gasmaske. Schade, die sieht auch stylisch aus. Der Finalentwurf des Sonderkommandos. Die sind auf jeden Fall hart drauf, die Typen. Frühe Entwürfe der Jagdcops. Und die sind erst recht hart drauf, die sind mies. Finalentwurf des Jagdcops. Skizzen an der Runner. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man eigentlich noch ein bisschen mehr Runner-Typen sieht oder so. Merk lebt in einem entkernten klimanahen Kühlturm. Ha, wie geil ist das denn? Coole Hütte, Alter. Das Innere von Merks Unterschlupf. Genau. In frühen Versionen der Story spielte der Koffer eine deutlich größere Rolle. Ja, ich habe mich echt gefragt, einfach am Anfang Koffer übergeben war irgendwie ein bisschen lame. Zeigt, wie die Ego-Perspektive in Zwischensequenzen verwendet wird. Ja, das sah auf jeden Fall cool aus. Die Server, über die die gesamte Überwachung der Stadt läuft. Die sind so voll Hightech. Ein Entwurf des PK-Ausbildungszentrums. Ach so, da werden sie ausgebildet. Da sind wir damals geflohen von diesen Typen. Ein Gemälde aus Roadburns Büro. Komisches Gemälde. Ein Gemälde aus Roadburns Büro. Schon wieder. Gemälde. Obwohl, der Stil ist eigentlich irgendwie cool. Cover-Design-Skizzen, die meisten wurden nicht verwendet. Das in der Mitte ist ja mal stylisch. Das rechts sieht eigentlich auch geil aus. So wie ein Model, das sich in Szene setzt. Nice. Und hier auch nochmal. Das rechts ist nicht so toll, aber das links sieht auch ganz cool aus. Cover-Design-Skizze für das Crowd-Cover. So, das war's hier. Die Videos kennen wir ja. Ja, das sind... Ach, ich kann euch... Genau, jetzt kann ich euch ja nochmal... diese Szene hier zeigen, wo wir damals verpasst haben. Weil ich es überspult habe. Schaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Roadburn ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir dann nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Roadburn ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. So, dann hätten wir uns das wohl auch noch angeguckt, ist doch gut. Dann haben wir das auch gesehen, die Musik hier. Cool, cool, aber die hören wir uns jetzt nicht an. Ich würde sagen, dann haben wir hier alles gesehen und wir sehen uns bei einem der laufenden Let's Plays wieder.
oder in einem neuen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.